Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly-Universe-Video. Heute gucken wir uns an, wo sich der neue Kontinent Astrea befinden wird. Ist eigentlich schon ganz lange bekannt, schon seit mehreren Monaten. Gibt schon Leaks dazu, die sogar von Fly-Universe selbst veröffentlicht wurden. Aber da jetzt auch die Spekulation im Raum stand, weil ja hier oben diese beiden Gebiete als Unknown bezeichnet sind, also da, wo vorher Caldera war oder naja, hoffentlich auch wieder sein wird, weil Caldera und so waren ja eigentlich ganz coole Gebiete, sag ich mal. Also kann durchaus sein, dass die auch hier wieder in irgendeiner Form kommen werden. Und auf jeden Fall ist es so, dass Astrea sich nicht dort befinden wird, sehr wahrscheinlich. Also ich meine, das ist natürlich nicht confirmed, aber es gibt genügend Hinweise darauf, dass sich Astrea definitiv hier befinden wird. Der erste Hinweis ist aus dem neuesten Astrea-Teaser. Dadurch, dass sich dort in Astrea ja so ähnliche Fabriken befinden wie in Darkon 1, also die sahen mehr oder weniger 1:1 aus, also die Hälfte von dem Teaser sah ja quasi aus wie Darkon 1 mit Schnee im Endeffekt. Von dem her liegt die Vermutung nahe, dass Astrea direkt darunter liegt, alles andere würde keinen Sinn ergeben, weil in Darkon 3 gibt es solche Fabriken, zumindest in dem gleichen Stil nicht. Und Flaris St. Morning Garden of Red ist ganz sicher auch nicht. Und gut, die Gebiete hier oben grenzen technisch gesehen auch an Darkon 1 an, mit einer Lücke dazwischen. Aber es gibt noch weitere Hinweise, dass das hier unten Astrea sein wird, und zwar der nächste ist, dass man hier einfach hinfliegen kann in die Leere und dann poppt Astrea auf. Also wir müssen hier einfach nur von der Darkon 3 Wüste nach rechts fliegen und dann müssen wir nur ein kleines bisschen warten, bis wir ankommen sozusagen. Und dann kommt Astrea als stillgelegte Aeronsfabrik oder so. Genau, verlassene Aeronsfabrik. Das heißt, hier wird sich wahrscheinlich Astrea befinden, also hier kommt das Pop-up. Das heißt, es wird so ähnlich sein wie hier oben wahrscheinlich, also eine kleine Lücke dazwischen. Und dann fliegt man einfach rüber und dann ist man da. Also quasi wie bei Flaris und Darkon, wie bei St. Morning und Flaris. Also es wird halt eine kleine Lücke dazwischen sein, hier wahrscheinlich auch. Und dann fliegt man hin und hier unten befindet sich dann irgendwie Astrea. Genau. Und ein weiterer Hinweis ist noch, im April wurden einige, beziehungsweise aufgenommen wurde das sogar schon im März, 29.03. Im April wurden einige dieser Damage-Videos hochgeladen, die wir uns ja im Vorfeld von Fly-Universe angeguckt haben, einfach um Eindruck zu bekommen, was die verschiedenen Klassen so drauf haben, wie viel Damage sie machen und so weiter und so fort. Und da hat mir auch einer von euch die ganze Zeit schon gesagt, oh, da hinten befindet sich Astrea, das sieht man doch, macht doch ein Video drüber. Und ehrlich gesagt habe ich es zwischenzeitlich wieder vergessen, weil es gab einfach so viel zu tun, so viele Videos zu tun und so weiter und so fort. Und Astrea hat da einfach noch keine Rolle gespielt, weil er noch gar nicht sicher war, ob das überhaupt wirklich kommen wird und so und wie das genau aussehen wird. Aber jetzt ist es ja schon länger confirmed, das heißt, jetzt macht das auch mehr Sinn, sich das nochmal anzugucken. Und hier sieht man eindeutig im Hintergrund, wenn wir einfach kurz warten, bam. Schneebedeckte Hügel, und schaut mal, wo er sich auf der Karte befindet. Genau da, wo ich gerade drüber geflogen bin. Ja, das heißt, hier wird sich Astrea befinden. Das ist quasi der letzte. Also wir haben quasi drei Indizien, die mehr oder weniger eigentlich zusammen schon eine fast hieb- und stichfeste Beweislage widerspiegeln. Also man fliegt hin, bekommt das Astrea-Pop-Up. Man sieht hier im Hintergrund das Astrea-Gebiet, schneebedeckte Hügel, die da definitiv nicht sind im normalen Game. Also ein Gebiet, das es im normalen Game nicht gibt, aber auf dem Testserver offensichtlich schon länger drauf ist. Und das Letzte ist dann eben noch die Tatsache, dass sich in Astrea halt diese gleichen Fabriken wie in Darkon 1 befinden. Gut, zugegeben, die könnten auch drüber liegen sozusagen, weil ich meine, bei Void sind die ja auch und Void sind quasi am oberen Ende, aber sie sind ja mehr in dem Stil von Steenite und so und Steenite sind am unteren Ende und von dem her würde das schon Sinn machen. Aber alle drei Sachen zusammen sind eben mehr oder weniger dann eigentlich, also für mich zumindest, schon die fast schon Garantie, dass sich Astrea dort befinden wird. Ist sehr ungewohnt, also ich hoffe auch, weil das Problem, was ich damit habe, ist folgendes. Dieses Gebiet ist einfach recht klein. Also ich meine, wenn man jetzt hier noch so eine Lücke dazwischen, also es kann ja nicht direkt angrenzen, ist ja eigentlich schon relativ bestätigt, dann Flaris eigentlich auch nicht, St. Morning eigentlich auch nicht. Das heißt, es kann sich eigentlich wirklich nur um dieses untere Gebiet hier handeln. Und gut, zugegebenermaßen, es ist recht groß, aber ich meine, wenn man sich die Madrigal-Karte, die Flife-Karte mal anguckt, die Gebiete erstrecken sich ja nie bis ganz zum Rand. Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass es wirklich das gesamte Gebiet bis hierhin sein wird, also wirklich bis hier runter, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Also ich hoffe, dass sie die Karte erweitern, weil Astrea sollte schon Minimum so groß sein wie Darkon 3, hoffentlich sogar noch größer, auch wenn es nur 20 Level in Anführungszeichen umfassen wird. Aber naja, der Andrang dort wird auch wieder einfach sehr groß sein. Und man muss ja auch immer davon ausgehen, ich meine, es mag sein,
wann auch immer Asria kommen wird, dass dann vielleicht noch nicht ganz so viele Leute dort sein werden. Aber ich meine, wir spielen hier ein MMORPG, also das wird langlebig sein, das wird, also hoffentlich, das wird noch jahrelang gespielt werden und spätestens irgendwann in ein paar Monaten oder vielleicht sogar erst Jahren werden halt hunderte Leute in diesem Levelbereich sein von whatever, Level 120 plus und so. Und das heißt, das Gebiet jetzt schon für die Zukunft zu planen, macht mehr Sinn, als jetzt zu sagen, ach, das reicht, wenn wir das so groß wie die Hälfte von Phalaris machen oder so, ist eh keiner im High Level oder so. Es würde keinen Sinn ergeben, ja. Ich meine, abgesehen davon existiert das Gebiet ja schon. Also ich hoffe einfach, dass es relativ groß sein wird, weil das wäre sonst echt wasted. Auch wenn es vielleicht wirklich nur um 20 Level geht. Aber ich meine, was heißt nur um 20 Level? Das ist ja absolutes High Level. Die Monster werden zwar mehr XP geben, aber trotzdem mit 139 wird es wahrscheinlich auch relativ heftig werden, Maximallevel dann zu erreichen. Also von 139 auf 140 wird es auch wieder relativ lange dauern wahrscheinlich. Also man wird das sehr viel Zeit verbringen und dann ist natürlich nicht so cool, wenn du dann wieder nur einen Spot zum Leveln hast im Endeffekt und sich dann jeden Tag die Leute die Köpfe einschlagen, wer dort leveln darf, sozusagen. Also das macht ja einfach keinen wirklichen Sinn. Und ja, das war es im Endeffekt schon. Das war quasi die kurze Bestätigung von meiner Seite, dass sich dort wahrscheinlich Azrael befinden wird. Heißt natürlich nicht garantiert, dass es nicht doch hier oben sein könnte. Kann ja sein, dass sie das nur zum Testen hier runter gemacht haben und tatsächlich packen sie es doch hier oben hin. Könnte rein theoretisch sein, aber das wäre irgendwie seltsam, wenn sie das wirklich gemacht hätten. Genau. Und das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Flife Universe Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Hi Leute, das heutige Video ist gesponsert von Rise of Kingdom. Rise of Kingdom ist ein Strategieaufbauspiel für euer Smartphone oder auch den PC. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Spiel über meinen Link runterladen könntet. Wenn ihr Level 5 erreicht, würdet ihr mich damit sehr unterstützen und ihr könnt auch gerne meinem Bündnis beitreten. Spielestyle einfach bei Bündnis suchen. Und der Link ist in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Danke für die Aufmerksamkeit und danke fürs Sponsoren an Rise of Kingdom.